The Kainburger Hochzeit, also called a respectable wedding. I hope you're going to enjoy the very last night very much, and we'll be amused by our breaking furniture and whatever. Please switch all off your mobile phones. Take away the bags, especially here from the corridor and in the first row, because our actors need the space. Well, as I said, I hope you enjoy the evening and, well, have fun. Das erinnert mich an eine Geschichte. Ist doch, sonst du kommst immer zu kurz. Noch die Geschichte. Dein seliger Onkel, der bei meiner Konfirmation habe, das ist eine andere Geschichte. Also, wir aßen Fisch, alle zusammen. Dann plötzlich verschluckt er sich. Die verfluchten Gräten, der Brechobacht. Also, er verschluckt sich und fängt an, mit Händen und Füßen zu rudern. Ja, komm, nimm das Schwanzstück. Zu rudern und blau zu werden wie ein Karpfen. Ein Weinglas schlug er dabei um und erschreckte uns alle furchtbar. Wir trommelten auf ihm herum, klopfte ihm den Rücken und er spuckte über die ganze Tafel. Oh, das Essen konnte man nicht mehr essen. Uns wollte es. Wir aßen dann draußen allein. Und schließlich war ich der Konfirmand. Also über die ganze Tafel. Und wie wir ihn glücklich wieder flott hatten, sagt er mit so tiefer, glücklicher Stimme, er hatte einen guten Maßen, war jetzt in der Liedetafel. Also er sagte... Na, wie schmeckt der Fisch? Woher redet denn niemand? Ja. Ausgezeichnet. Also er sagte... Aber du hast ja noch keinen Bissen gegessen. Ja. Jetzt esse ich. Also er sagte... Jakob, nimm noch rein, Stumm. Mutter, Vater, erzählt doch. Danke. Der Kabeljau. Er sagte, Kinder, jetzt hätte ich mich fast verschluckt. Und das Essen war ungenießbar. Sehr gut. Ach, er erzählt fabelhaft. Ja, aber Fisch esse ich jetzt nicht mehr. Ja, Gänse essen nie Fisch. Nur vegetarisch. Ist die Lampe eigentlich nicht fertig geworden? Ja. Tu das Messer weg bei Fisch. Lampen sind geschmacklos. Das sieht ganz gut aus. Das ist viel romantischer. Aber mein Haar ist nicht. Na, das ist das richtige Licht für ein Kabeljau. Finden Sie das? Sehen Sie das romantisch? Ja, sehr. Besonders bei Heiner. Der hat so ein süßes Profil. Heiner, Stauber der Huckemarschwindsucht. Oh, eine schreckliche Krankheit. Oh, ja. Ein Onkel, der ein Bruder von Onkel des alten Webes hatte sie. Es war furchtbar, wenn er davon erzählte. Man konnte die Nacht darauf einfach nicht mehr schlafen. Er sagte zum Beispiel... Ach, Vater, das ist doch so unanständig. Was? Die Rückenmarkschwindsucht. Schmeckt es dir, Wolfgang? Ja. Insbesondere heute Nacht sollte man doch schlafen können. Ja. Prost, alte Kunde. Prost. 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 Bei dieser Gelegenheit. Können Sie es umpassen? Hier riecht es so gut. Ja, einfach berauschend. Ja, der Bräutigam hat eine halbe Flasche ohne Cologne gestiftet. Es sieht ausgezeichnet. Ist es wahr, dass ihr alle Möbel selber gemacht habt? Auch den Schrank? Ach, alles. Mein Mann hat es entworfen, gezeichnet, die Bretter gekauft, gehobelt und dann geleimt, also alles. Und es sieht doch ganz gut aus. Es sieht wirklich glänzend aus, wo du nur die Zeit hergenommen hast. Abends, mittags,
Manchmal mittags, aber das meiste am Morgen. Er ist jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden und hat gearbeitet. Das ist ein gutes Stück Arbeit. Ich sagte ihm, ich gebe auch die Einrichtung, aber er wollte nicht. Das war wie mit Johannes Segmüller. Oh. Der hatte nämlich zum Beispiel, als er... Was? Kannst du es nicht jetzt? Prima. Ja, erzähl doch weiter, oder? Nein. Von Johannes Segmüller. Johannes Segmüller? Ja. Warte, erzähl doch. Ich kann mich nicht erinnern. Ja. Also der Wein ist ganz gut. Ja, aber können Sie nicht ein bisschen von den Erbstücken erzählen? Sie wurden unterbrochen, glaube ich. Ja. Ja, die Erbstücken, ja. Ich danke Ihnen besten Dank. Okay. Nein, das kann ich auch nicht erinnern. Weil ich viel zu viel getrunken habe. Ja. Vielleicht kommt gleich die Nachspeise. Gibt es jetzt ein bisschen Pudding? Ja. Nein? Das wäre auch schön. Ja. Oh, hier ist echt langweilig. Wo ist denn Pudding? Ja, jetzt kommt die Nachspeise. Es tut mir leid. Oh, das riecht einfach berauschend. Johannes Segmüller sagt zum Beispiel... Ist doch. Was steckt da drin? Sind das Eier? Jakob, nimm das Stück, aber nimm nicht zu viel Sahne, die ist ein wenig knapp. Ja, es ist Pudding mit Schlagsahne. Schlagsahne esse ich für mein Leben gern. Wirklich? Ja, man muss den Mund mit voll stopfen, dann ist es, als ob man keine Zähne mehr hat. Warte, noch mehr Sahne? Sachte, sachte. Johannes Segmüller sagt es schon weit. Die Creme ist gut, die Sahne ist gut, da musst du mir das Rezept sagen. So gut wie du, Mutter. Kann sie doch nie kochen. Es sind auch 3 Eier dran. Wenn man so viele Sachen hineintut. Aber das muss man halt. Sonst wäre es nichts. Besonders Eier. Eier. Sehr gut, Eier. Ausgezeichnet. Sonst wäre es ja nichts. Also gern. Na, was hast du denn? Na, Eier sind doch gut. Sehr gut, also gegen Eier sage ich gar nichts mehr. Ja, Eier. Mir gab deine Mutter mal eins mit auf die Reise. Ich fragte sie, ist das auch hart? Ja, steinhart, sagte sie. Na, ich glaubte ihr und packte das Ei ein. Ich wollte noch nicht... Bitte, warte, die Schatze. Ach, hier. Danke. Ich wollte noch nicht... Haben Sie eigentlich die Betten selber gemacht? Ja, aus Nussbaumholz. Sie sehen sehr gut aus. Das ist bloß ein bisschen weit, finde ich. Das kommt daher, wenn man sie selber macht. Du hast sie ja noch nicht gesehen. Ich hatte ganz gute Betten für euch gehabt. Sie sind sogar Erbstücke. Sie haben Eigentumswert. Massiv sind sie auch. Ja, früher wusste man, was man tat. Das waren aber auch andere Leute. Ach, stimmt, ja. Andere Leute, andere Betten, sagte Fritz Forst, der überhaupt sehr originell war. Einmal zum Beispiel kam ein Pärchen. Jetzt kommt das Gebäck. Den Wein musst du mir tragen, Herr Zimmermann. Jetzt kommt also die Spülung. Ah, hallo, da gibt es eine Geschichte von Wasserklosetts. Die muss ich zuerst erzählen. Trink erstmal von dem Wein, Vater. Da hält die Zunge feucht. Schon die Farbe, das ist großartig. Und diese Blume. Was redet ihr denn immer miteinander, Kinder? Wir wohl nicht. Er sagte nur, dass... Och, warum treten Sie mich eigentlich seit 3 Minuten so ausdauernd? Ich bin doch kein Blaselbein. Entschuldigen Sie, ich dachte... Ja, dachten Sie? Das macht nichts.
Aber nicht gerade mit dem Wissen. Gib dein Glas, Jakob. Wirst du nicht lieber zu, als deine Weisheit zum Besten geben? Deine Weisheit? Und sonst trinkst du auch so unmäßig. Ja, sie wollten doch von den Erbstücken reden. Sie wurden wieder unterbrochen. Ja, ja, ich danke Ihnen. Trink erstmal von deinem Wein, Vater. Bitte, jetzt wollen wir anstoßen. Prosit! Prost! 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 Meine lieben Freunde, heute sind... Wenn du etwas halten willst, halte deinen Mund! Ja, warum reden Sie denn nicht? Es ist doch nur ein Scherz von Ihrer lieben Frau. Er besteht keinen Scherz. Jetzt. Jetzt ist es mir wieder entfallen. Jakob, mach die Jacke wieder zu, das schickt sich nicht. Och, die Glocken, Herr Wirtler, jetzt müssen Sie sprechen. Hören Sie, das klingt direkt wirevoll. Ja. Lass ihn doch hinunterreißen. Wenn zwei junge Menschen in die Ehe treten, die deine Braut und der in den Stürmen des Lebens gereifte Mann, dann singen, heißt es, die Engel im Himmel. Wenn die junge Braut zurückschaut auf die schönen Tage ihrer Kindheit, dann mag sie wohl eine leise Wehmut beschleichen. Denn nun tritt sie hinaus ins Leben, ins feindliche Leben, freilich an der Seite des erprobten Mannes, der nun einen Ehestand gegründet hat, mit eigener Hand, in unserem Falle wörtlich zu nehmen, um nun mit der Erwählten seines Herzens Freud und Leid zu tragen. Deshalb lasst uns trinken, auf das Wohl dieser beiden edlen, jungen Menschenkinder, die heute einander zum ersten Mal erben sollen. Und dann für alle Ewigkeit. Prost. Prost. Zugleich lasst uns aber zu ihrer Ehre das Lied Es muss ein wunderbares sein von Liszt singen. Es muss... Also das Lied ist unbekannt, aber gesprochen war es gut. Einzig, wie Sie reden, wie ein Buch. Ja, Seite 85 vor Hochzeit. Gut auswendig gelernt. Schäme dich. Wer ich? Ja, du. Der Wein ist prachtvoll. Ja, ich wollte von dem Bett erzählen. Ach, das kennen wir doch. Was? Wie dein Onkel Auge starb? Ja, ja. Wie starb eigentlich dein Großonkel August? Nein, jetzt habt ihr mir die Geschichte von den Ei gestrichen, obwohl die gut ist. Von Fritz Forst ebenfalls, die mit Johannes Seigmüller will ich gar nicht sagen. Es sind etwas wirklich zu lang. Aber nicht länger als höchstens 10 Minuten. Na, vielleicht kann ich sie später noch. Die Schinkfisch an, Jakob. Ja. Also, Onkel Auge starb an Wassersucht. Ja, Prost! 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 Wassersucht. Erst war es nur der Fuß, eigentlich die Zehen, dann bis zum Knie. Das ging schneller als das Kinderkriegen. Und da war schon alles schwarz. Der Bauch war aufgetrieben und sogleich man tüptig abzapfte. Prost! 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 Das abzapfte. Es war schon zu spät. Dann kam die Sache mit dem Herz dazu, die beschleunigte alles. Also, er lag in dem Bett, das ich euch geben wollte, und stöhnte wie ein Elefant. So sah er auch aus, ich meine die Beine. Und da sagte seine Schwester, eure Großmutter, zu ihm in seinen letzten Noten, es war gegen Rücken zu, das Zimmer sei schon grau gewesen. Und ich glaube übrigens sogar, die Gardinen sind noch da. Also er sagte, August, willst du einen Priester? Aber der Vater, der Onkel hört nicht hin. Nur so den Sack zur Decke. Das tat er seit 7 Wochen. Schon tat er es, seit er sich nicht mehr auf die Seite legen konnte. Also er sagte, es ist hauptsächlich der Fuß. Ah, Prost! Prost! Ja. Prost. Ja. Dann stöhnte er wieder. Aber Mutter ließ nicht los, denn sie war der Ansicht, es handle sich um eine Seele. Und darum fragt sie nach einer halben Stunde, August, willst du also einen Priester?
Aber der Onkel hört einmal nicht hin. Und der Vater, der dabei stand, sagte zu ihr, lass ihn, er hat Schmerzen. Der Vater war weich. Aber Mutter wollte nicht, schon wegen der Seele. Und eigensinnig sind sie alle. Und fing wieder an, August, es ist wegen deiner unsterblichen Seele. Oh. Da, Vater erzählte später, so der Onkel von der Wand weg nach links, wo sie standen, sodass er schielen musste. Und sagte etwas, was ich nicht sagen kann hier. Etwas der, wie der Onkel August überhaupt. Ja, ich kann wirklich nicht. Allerdings, die Geschichte, ich muss es erzählen, sonst ist die Geschichte unverständlich. Also er sagte, leck mich am... Als er das gesagt hatte, mit nur kann man sich denken, starb er. Das ist verwirrt. Das Bett ist noch da. Ich stelle es auf dem Boden für euch bereit. Ihr könnt es noch abholen. Jetzt habe ich keinen Durst mehr. Ach, Fräulein, das müssen Sie nicht so nehmen. Na Prost, das ist halt eine sehr schöne Geschichte. Also, dass er uns dieser Nähgewäsch nicht ersparen konnte. Lass ihm doch die Freude. Ach, die Beleuchtung für den Großartigen. Jakob, schneid das Gebäck nicht. Sollen wir mich dann in deinen Möbelmischen angucken? Ja, das könnt ihr. Hauptsache ist, dass die Stühle so breit sind. Da haben zwei Platz. Ein bisschen dünn sind die Füße. Dünne Füße? Das ist drassig. Und woher wissen Sie denn das? Jakob, kannst du das Gebäck nicht mit der Hand halten? Upsala, Entschuldigung. Das ist das Sofa. Breit wäre es genug. Aber dieser Art Großlohn oben ist ganz unpraktisch. Na, dafür, dass es selber gemacht ist. Der Schrank ist doch hübsch. Besonders das Eingelegte. Ich weiß nicht, andere Leute haben da keinen Sinn dafür. Man legt ein Stück Geld hin und nimmt ein Stück Möbel, eben wie ein Stück Möbel, ohne Seele und ohne alles, nur um ein Stück Möbel zu haben. Wir haben doch unsere eigenen Sachen. Es klebt Schweiß daran und Liebe zu den Sachen. Es ist eben selbst gemacht. Frau, komm her und setz dich. Was heißt das? Ich möchte ihn gern innen sehen. Man schaut den Leuten nicht in den Schrank. Ich meinte ja bloß, aber du weißt ja immer alles besser. Dann eben nicht. Von außen ist der Schrank nicht wirklich so überwältigend. Diese Einlagen hat man jetzt doch gar nimmer. Jetzt hat man Glas mit bunten Vorhängen. Aber innen kann er ganz gut sein. Und das wollte ich eben sehen. Ja, also jetzt setzt du dich her. Sagst du es in dem Ton? Hast du schon wieder zu viel getrunken? Ich will dir Wasser hineintun, denn Wein beträgst du ja nicht. Ja, aber wenn sie ihn sehen wollen, bitte. Oh. Wenn er ihn weiß, so freue ich mich. Hier ist der Schlüssel. Maria, mach auf. Natürlich.